Wenn ihr an eurem Auto Luft nachfüllen müsst, weil ihr die Reifen auf Sommer auf Winter gewechselt habt, vielleicht selber gemacht habt, oder ihr einfach den Eindruck habt, dass ihr die Luftdruck prüfen müsst, weil eine Anzeige kommt, dann solltet ihr mal nachprüfen, welchen Druck braucht ihr überhaupt auf dem Reifen. Und dazu geht er hin und man hat hier entweder der Tankdeckel auf, erstmal das Rad anschauen, da sieht man, dass wenn es so gequetscht ist wie hier, dann stimmt irgendwas nicht. Also hier noch schlimmer, man sieht es an dieser seitlichen Wulst, die da rausgeht, das ist einfach schon sehr gefährlich. Der kann euch der Reifen, wenn man dann fährt, kann sich erwärmen während dem Fahren und dann kann er irgendwann mal platzen. Wo ist der maximale Druck? Der maximale Druck steht immer auf dem Reifen, weil eigentlich ist der Reifen ja das entsprechende Element und das sieht man irgendwo, steht an der Seite immer drinnen. Hier zum Beispiel maximal darf im kalten Zustand 55 Psi draufkommen. Das ist also wirklich der maximale Last. Und weil an der Tür selber, da steht meistens nur sowas dran, wie wenn man hier mal schnell durchgeht, am Tankdeckel findet man diesen entweder an der Türrahme oder am Tankdeckel. Hier ein alter Tankdeckel, da soll es normalerweise stehen. Wenn es hier dran steht, da steht dran. Bei normaler Personenzahl 3 Personen 2,8 Bar. In Deutschland wird ja mit Bar gemessen. Und wenn man dann so einen Luftdruckautomat an jeder Tankstelle hat, dann sieht man, das Äußere sind die Baranzahlen. Das wäre der normale Druck hier bei 3, den man haben könnte. Und man sieht drunter, das kleine ist die Psi-Anzeige. Und hier maximal dürfte er 55 Psi haben. Dann ist der Reifen, wie gesagt, im kritischen Moment. 2,8 wird empfohlen als solches, wenn man da nochmal nachschaut. Hier stand drin, bis 3,5 kann man von der Druck bei einem vollbesetzten Fahrzeug rangehen. Das heißt, bei 3,5 wäre hier bei 50 Psi. Also man kann ungefähr bei so einem Fahrzeug, obwohl es empfohlen ist auf 2,8, kann man durchaus auf 3 gehen. Und dann speziell an diesem Automat ist es so, wenn ihr euch den mal anschaut, achso, wo ist der Video? Da ist der Video, dahinter kommt er. Der funktioniert so, da drückt man unten auf eine Taste drauf, auf die Plus-Taste, dann pumpt er kurz rein und wenn man dann drauf drückt, dann pumpt der Luft dazu, solange kann er nichts anzeigen und dann fällt der Druck wieder ab auf den Druck, den er hat. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt 2,3 Bar. Luft reinpumpe und jetzt hat er 2,5 reinpumpe und immer das ganze Ding im Auge beachten, nicht, dass nicht der Reifen um die Ohren fliegt, weil das könnte gerade zu gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob sowas vorkommen kann. Und dann, wie gesagt, auf 2,8. Und bei den Ventilen einfach das Schlauchventil festklemmen mit dieser kleinen Klemme.